Ladies and Gentlemen, ich darf mich Ihnen kurz vorstellen. Mein Name ist Sam. Samuel Langhorne Clemens, Ihnen natürlich besser bekannt als Mark Twain. Und ich bin seit über 110 Jahren tot. Das ist schon mal eine Erwähnung wert, nicht wahr? Ja, ich kam im Jahre 1835 zur Erde. Zur gleichen Zeit übrigens wie Halleys Komet, der sich ja nun leider nicht als der Stern von Bethlehem herausgestellt hat. Aber ich hoffte damals wirklich, mit ihm gemeinsam auch wieder verschwinden zu können. Und so hat sich der Allmächtige vermutlich gedacht, diese beiden komischen Käuze, sind sie zusammengekommen? So sollen sie auch gemeinsam wieder verschwinden. Im Jahr 1910 kehrte dieser zur Erde zurück und ich machte mich auf als kleiner Lichtpunkt durch das Universum. Wäre das unterblieben, es wäre die größte Enttäuschung meines Lebens gewesen. Nun ja, aber wir wollten uns ja hier zusammenfinden für einige Gedanken zur Advents- und Weihnachtszeit. Aber so leid es mir tut und so sehr ich auch möchte, dass Sie eine frohe und besinnliche Adventszeit verbringen, ich konnte dieser Zeit gegen Ende meines Lebens immer weniger abgewinnen, was vermutlich den Schicksalsschlägen geschuldet ist, die das Leben für mich bereitet hatte. Ja. Im Jahr 1904 starb meine Frau 6 Jahre vor mir in Florenz. Unsere Lieblingstochter Susie hatte mit 24 Meningitis und verstarb daran. Jean hatte noch an Weihnachten 1909 in der Badewanne einen epileptischen Anfall und ertrank. Sie werden verstehen, dass ich mein Leben immer mehr Satan verschrieben habe oder, wie sagt man, dem Teufel. Aus meiner Hand stammen somit auch die Briefe Satans von der Erde an seine Heiligkeit dort oben, wo er sich ja auch auslässt darüber, dass Noah unbedingt so akribisch sein musste, dass er neben den vielen Tierarten, die er auf die Arche brachte, von jedem ein Männchen, ein Weibchen, aber dass er es nicht hat lassen können, auch noch die Viren und Bakterien mitzunehmen. Das hätte er dem Menschen wirklich ersparen können, so kurios er nun mal ist. Aber wir wollen uns hier nicht auslassen über Satan und Himmel und Hölle. Ich habe Freunde an beiden Orten. Nein, ein paar besinnliche Gedanken sind doch viel mehr. Geben Sie jedem Tag, auch in dieser Zeit, die Chance, der Schönste Ihres Lebens zu werden. Und wenn es dann eines Tages für Sie soweit ist und Sie kommen womöglich in den Himmel hinauf, vielleicht auch nur zu besuchen, dann sprechen Sie nicht zu Petrus, ehe er Sie angesprochen hat. Es gehört sich nicht, in seiner Gegenwart als Erster das Wort zu ergreifen. Sie können ihn um ein Autogramm bitten, schaden tut es ja nicht, aber seien Sie bloß vorsichtig und machen Sie keine Bemerkung darüber, dass Berühmtheit ihren Preis hat. Das hat er schon mal gehört. Und versuchen Sie nicht, ihn zu fotografieren. Die Hölle ist voll von Leuten, die diesen Fehler schon mal begangen haben. Ach ja, noch etwas. Wenn Sie einen Hund haben, dann lassen Sie den draußen. Im Himmel geht's recht beliebig zu. Wenn es nach Leistung ginge, dann müssten wir alle draußen bleiben und nur der Hund dürfte rein. Ach ja. Und seien Sie vorsichtig mit Gesundheitsbüchern. Sie können an einem Druckfehler sterben. Und noch ein kleiner Hinweis für die jüngeren Zuschauer hier. Seid immer folgsam euren Eltern gegenüber, wenn ihr sie dabei habt. In diesem Sinne, eine frohe Adventszeit und fröhliche Weihnachten. Cheers.